Der Kryptomarkt ist erneut eingebrochen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen schreiben rote Zahlen. In der Nacht vom 27. auf den 28. August fiel Bitcoin auf knapp 58.000 US-Dollar. Bitcoin verzeichnete einen Tagesverlust von rund 6%, während der Gesamtmarkt um 6% auf 2,09 Billionen US-Dollar sank. Ethereum verlor 8%, Solana 7% und Polygon sogar 10%, was den Markt massiv beeinflusste. Sentiment zufolge war die Liquidierung einer großen Long-Position auf der Börse DYDX der Hauptauslöser für den Einbruch. Daten von CoinGlass zeigen, dass rund 321 Millionen US-Dollar liquidiert wurden, 88% davon aus Long-Positionen. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.